Ja, wir sind jetzt ein bisschen irritiert. Erstens, weil wir vom Professor dauernd unterbrochen werden und zweitens, weil wir in einem Raum gelandet sind, als wir auf Spiel fortsetzen geklickt haben, den wir noch nicht kennen. Also wir haben in einem Raum mit gelben Röhren geendet, haben jetzt eine Woche oder zwei Pause gemacht und sind jetzt hier gelandet. Also es kann sein, dass diese Röhren hier sich dahinter verbergen oder wir haben jetzt einen Teil des Spiels übersprungen oder wir sind total verwirrt auf jeden Fall. Naja. Wir sind uns relativ sicher, dass wir die Stelle hier noch nicht kennen. Insofern, willkommen zurück bei Quantum Conundrum. Und jetzt gucken wir mal, was hier so passiert. Also, viele Laserbarrieren. Watch out. That's a big one. Und eine Dolly, die Sofas spuckt. Und da muss ich mir jetzt wahrscheinlich auf dem Sofa irgendwie... Oh Gott, musst du dich da jetzt mit Gravitation durchmanövrieren? Wahrscheinlich. Wie soll das denn gehen, bitte? Naja, jetzt musst du wahrscheinlich dann immer an, aus, also nach oben, nach unten... Aha. Ja, und wohin? Ich meine, die fliegt doch nur so und so weit, oder? Nee, nee, du kannst ja gar nicht mehr. Ach so, nee, ja, richtig. Schade, jetzt wäre fast gut gegangen. Ja. Da oben ist ja nochmal was gewesen, das ist ja gemein. Meine Fresse, das gefällt mir jetzt schon nicht. Also gut, nächster Versuch. Watch out. That's a big one. So, also ich drehe jetzt mal die Schwerkraft um und fliege dann hier drüber, oder? Ja. Schön. So, jetzt machen wir mal Zeit. Oh ja, genau. Oh, ja, das ist aber nett. Schade. Aha, gut. Willkommen zu einer Quantum Conundrum Folge, die präzise ein Rätsel beinhalten wird und mit einem Spieler enden wird, der, naja, anwesende Mitspieler wahrscheinlich totschlagen wird aus Frust. Oh, schade. Aber das mit dem einen Rätsel ist ja schon fast unser Standard, oder? Ja, ja, wir sind ja nicht die Hellsten. Das ist eine gefährliche Kombination. Also ich warte mal, bis das hier ein bisschen runtergegangen ist und dann drehe ich die Schwerkraft um und lasse mich da drüber hieven. Und dann gleich wieder Zeitlupe. Meinst du, jetzt geht's schon? Nee, ein bisschen noch. Ja, ja, ja. Doch, die Zeitlupe braucht eine Weile, bis sie greift. Okay. So, und hier lasse ich mich fallen, oder? Ich würde mich fallen lassen, ja. Nee, würde ich glaube ich nicht. Problem ist, sie wird weggeschlasert, ja. Boah. Ja, eine ganz tolle Sequenz ist das. Ich muss sagen, ich hoffe, wir haben nichts verpasst. Also nicht, dass wir einen Raum mit Sesseln und Röhren und der einen Treppe verpasst hätten, denn ich zähle mit. Das wäre aber auch eine Schande. Oh ja, ich glaube, das wird nichts. Nee, das wird nichts. Oh doch. Zu knapp. Watch out. Das ist wahrscheinlich ein Rätsel, das schafft man maximal beim ersten Versuch und danach nie wieder. Ich glaube, wenn ich mich recht an die letzte Folge erinnere, haben wir Buchtipps gesammelt. Konntest du damit was anfangen? Aber du hattest noch gar nicht deinen Urlaub. Ich war noch nicht im Urlaub, nee. So, jetzt würde ich schon nach unten gehen, ehrlich gesagt. Weil das Ding geht nach oben. Und jetzt nach oben. Oben, nach oben, nach oben. Okay, und jetzt langsam und erstmal gucken, wo wir hin müssen. Okay. Noch ein Stückchen nach oben und dann schon wieder ausmachen. Bäh. Wurde theoretisch, guck mal nach oben. Müsstest eigentlich. Und nochmal nach oben. Oder so. Boah, geschafft. Ja, ich habe ja jede Menge tolle Buchtipps von euch bekommen. Da ist ein Schalter. Ich habe mich noch nicht entschieden, ich will mir erstmal den Raum angucken, was ich denn mitnehmen werde. Aha, da kommen dann auch Laser raus. Hier ist auch so ein Laserkreis. Hier ist eine Dolly, da kommt wahrscheinlich auch ein Sofa rausgeschossen. Ich denke mal, du wirst hier das Gleiche machen müssen, oder? Ja, ich schätze. Diese Ecke kennen wir doch auch total. Einschalten und dann gehe ich mal auf Zeitlupe. Aha. Ja, Dolly, mach mal. Ah, jetzt so. Ich glaube, ich gehe von oben ran, oder? Inzwischen gibt es übrigens schon den zweiten DLC zu dem Spiel. Aber du hast gesagt, irgendjemand hätte in den Kommentaren geschrieben, dass man sich schon allein den ersten nicht antun solle. Oh. Kannst du nochmal... Noch geht es, kann ich mal die... Ah, ja. Schade. Hä, wie soll das denn gehen? Ja, jemand von euch schrieb, schon der erste sei scheiße. Also da brauche ich die schwere Dimension. Das heißt,
Ja, du musst dann in dem Moment kurz mal die Schwere anmachen, wenn du durchfliegst. Also musst verhältnismäßig hoch sein, wenn du da lang gehst. Ich glaube, der zweite DLC hat aber was mit Ike zu tun, oder? Der erste, ja, der erste ist mit Desmond, also unserem der Vogel. Der Lümmel, der das Wasser sich holt. Also ich gebe jetzt mal Antischwerkraft und dann schalte ich mal auf Schwer. Antischwerkraft. Ach komm! Ey, ganz ehrlich, wer baut denn solche behinderten Rätsel? Ah, das war gar nichts. Das sollte jetzt nicht despektierlich gegenüber unseren behinderten Mitbürgern sein, aber ihr wisst, was ich meine. Das Spiel ist echt nicht gemacht für so eine... Oh, jetzt haben wir den Schwung verloren. Ich glaube, wir müssen nicht durch diesen Ring durch. Also, nee, aber ich glaube, es schadet auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, verkehrt. Ja, schwer. Oh, machst du aber spannend. Und wieder schwer. Oh, nee. Schwer, ja. Aber hattest du schwer gedrückt oder es sah mir aus, als hättest du die Gravitation umgedreht? Ja, habe ich auch. Es ist halt auch was man, da fehlt jetzt wieder das optische Feedback. Bei dieser einen Geschichte, wo man so seitlich in dieses Aquarium rein sah, da konnte man ja das ungefähr eingrenzen, wann man denn was machen müsste, weil man das Objekt, das man bewegt hat, gesehen hat. Jetzt sieht man es aber aus der Ego-Perspektive nicht. Insofern ist das einfach die einzige Scheiße. Vielleicht würden diese ganzen Sachen alle besser funktionieren, wenn man sie aus einer klassischen Jump'n'Run Action-Adventure Third-Person-Sicht von hinten sehen würde. Das ist möglich, ja. Oh. Ja, und da bist du, jetzt schwer, jetzt hoch, jetzt umdrehen. Nee, Leute. Rätselspiel dürften sie es eigentlich nicht nennen, oder? Es ist mehr ein Geschicklichkeitsspiel. Ja, nicht mehr, da siehst du. Es hat zum Zuschauen aber einen gewissen Unterhaltungswert. Ja. Anja ist schon genieß total. Es, solange deine Augen noch offen sind. Ja, okay. Ich konzentriere mich auch nicht richtig. Das war übrigens sehr optimistisch mit diesem ein Rätsel pro Folge. Oder zählst du den anderen Gang als Rätsel? So. That was rather close. Ja, toll. Hä? Gedrückt statt 1. Ich glaube, das ist auch unser Let's Play mit den längsten Pausen. Ja, weil wir immer 6 Wochen brauchen zwischen den einzelnen Folgen, bis wir uns wieder regeneriert haben von dem ganzen Frust. Bei Daniel scheint aber noch ein bisschen drin zu sitzen. Schon wieder zu früh umgeschaltet, oder? Daniel ist heute auch ein bisschen angespannt, weil der musste jetzt 2 Tage lang seinen regulären Beruf und den GameTube-Nebenberuf alleine stemmen, weil ihr ja alle gefaulenzt habt. Stimmt. Aber du warst auf einer interessanten Fortbildung, hoffe ich. Ja, ich lerne gerade ein bisschen. Ja, schön, ne? Oh. Schön, dass dieser Ring da ist, der ist echt toll. Wie man Online-Videos macht. Du hast was gelernt. Ja, so ein bisschen was. War vieles drin, was man schon ein bisschen kannte. Ist ja auch mal nett rauszukommen, neue Leute kennenzulernen. Zu hören, wie es in anderen Unternehmen so abgeht. Das ist ja fast noch das Witzigste an Fortbildung. Der Einblick in andere Unternehmen, in die man sonst nie reinschauen könnte. Oder in die man gar nicht denken würde. That was rather close. Ja, toll. Oh. So. Jetzt lande ich wieder oben an dem Ring irgendwie. Hä? Soll ich mal versuchen? Ja, in der nächsten Folge gerne. Aber die Folge, die bringe ich jetzt noch zu einem unrühmlichen Ende. Danach fasse ich das Spiel nie wieder an. Nur, dass du es weißt. Ach komm jetzt!
Okay, jetzt freut ihr euch wieder, wenn ich wieder meinen Rage Quit gleich hab. Bin ja auch selber schuld. So, also was jetzt? Schwerkraft aus. Schwer an. Schwerkraft wieder an. Schwer an. Schwerkraft wieder an. Ja, und jetzt werde ich wieder gebrutzelt. Siehst du? Ja. Muss ich denn da durch? Muss ich da oben durch? Du musst, glaube ich, höher reinkommen, damit du im schlimmsten Fall von oben durch die Laser als Schweres durchfallen kannst. Genau, genau. So. Oh, das war dann zu hoch. Jetzt fehlt dir natürlich. Jetzt fliege ich in die zurück. Andere Richtung. Das ist sehr lustig. Ja. Ach je. Oh, das sieht aber gut aus. Vorsicht. Ja, siehst du, da stößt man, da stößt man halt da oben auch noch an, weißt du? Ja, mei. Geh. Guck mal hier. Und du musst nicht auch noch an, Bayerisch zu reden. Im einheimischen Dialekt zu sprechen. Ja, ist auch kein. Nee, ja. Zählte nicht. Nee. Aber wenn ein Bayer auf Rügen auf darf, dann darf doch auch ein Berliner nach Bayern. Ob das so eine gute Idee war, das ist dann das andere. Ach, ich Idiot. Mit Anlauf. In den ganzen Kritiken stand ja auch immer drin, dass es zum Ende hin immer weniger eigentlich so zum Mitdenken ist und immer mehr Geschicklichkeit wird. Wir sind eindeutig ganz, ganz doll in dieser Phase drin. Ich finde, das hat jetzt aber auch nicht unbedingt viel mit Geschicklichkeit zu tun. Das hat das mit einem Timing zu tun, das man nicht als Timing bezeichnen kann, weil man keinerlei Hinweise kriegt, wann man denn was machen muss genau. Es wird auf jeden Fall eine extra lange Folge werden. Naja, noch sind wir ganz gut in der Zeit. Ach ja, ich bin ja echt selber schuld. Ach je. Ich glaube, wir löschen diese Folge und präsentieren euch dann eine, die wir geklaut haben von so einem Speedrun. Wir kommentieren die neu. So, ja, stehe ich in dem Ring drin. Sehr schön. Tja, das passiert, wenn Stargate aus ist. Schau mal, da kann ich wie in so einem Hamsterrad langlaufen. So kommt ja doch das ganze Spiel vor. Wo ist denn der Tisch jetzt hin? Der ist runtergefallen. Toll. Wollte ja gerade noch sagen, das war knapp. Das mit dem Vorlesen von den Die von Zeitlupe werde ich nicht brauchen, oder? Eigentlich nicht. Oh, so. Schwer. Ja, genau. Da muss ich echt früher schon auf schwer umschalten. Ich habe so ein Gefühl, dass du den Dreh jetzt schon gut draußen hast. Keinen Cent würde ich den Entwicklern geben für ein DLC. Denn anscheinend ist da gar keine von dieser brillanten Story drin. Sondern nur... Also konnten sich den Professor, den Synchronsprecher nicht nochmal leisten. Wahrscheinlich hat er dieses Rätsel gespielt und dann haben sie ihn gefragt, ob er nochmal mitmachen will. Und was er dann von sich gegeben hat, das sollten Kinder nicht hören. Daniel, stehen schon die Hassschweißperlen auf der Stirn. Stimmt ja nicht. Doch. Aber ist auch warm hier. Ich drücke immer auf Q dann wieder statt auf 1. Das ist aber nicht so leicht. Das ist der Hammer. Ich glaube, das ist das Rätsel mit den meisten Versuchen. Sowas, ja, ich glaube, sowas hat man noch nicht. Also wir waren schon echt schlecht an vielen Stellen, aber sowas hat man noch nicht. So. Was ist denn jetzt wieder passiert? Ich kriege immer mehr Lust, das auch mal auszuprobieren. Ja, ja, du darfst gleich. Keine Angst. Ich mache jetzt noch genau 5 Versuche. So. Wahrscheinlich geht das ganze Let's Play noch 24 Folgen oder so, weil wir das jetzt hier noch 23 machen. Und die Nummer 2. Der blöde Spruch auch immer noch.
glaube, du guckst zu sehr immer unten auf den Tisch. Du weißt doch, in welcher Dimension du bist. Ja, das könnte tatsächlich jetzt die Lösung sein. Ja. Aber das ist, war echt ein guter Tipp. Den habe ich vorausschauend schon in den Kommentaren vorher gelesen. Ja, das war jetzt natürlich blöd. Vorlesen. Vorausschauen ist echt das richtige Stichwort. Das ist wie im Leben. Man soll sich nicht immer auf die Füße gucken, sondern alles instinktiv richtig machen. Ja, das sowieso. Ja, genau. Und da ist dieses beschissene Drecksrohr da oben. So, jetzt schaffe ich das. Na, was sagt er dazu? Ha, und was kommt jetzt? Ist doch nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist ja der Hammer. Ey, komm, wir fahren jetzt zu der und... Wir fahren jetzt nach Hause. Mach mal Ärger. Ich wollte was Böses sagen, aber... Das hat mir dann gespart. Ey, sag mal, also... Es waren übrigens schon massiv mehr als 5 Versuche. Naja, aber jetzt haben wir ja den, jetzt habe ich ja den Bogen raus, ne? Machen wir Zeitlupe an? So, und jetzt guck einfach unten, wann die blöde Couch rauskommt und dann springen wir darauf. Vor allem, weil das Springen in diesem Spiel auch so präzise ist und diese Objekte wie eine Couch auch so richtig so eine flache Oberfläche bieten. Die ideale. Aber es wird was. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja, es wird richtig was. Jetzt, Fritz. Ah, geil. Das war ja wie aus dem... Wie geschrieben, der Scherz. So, komm, Dolly. Jetzt sag ich mal nix. Aber wart, bis sie groß ist. Ja. So, jetzt könnte klappen, oder? Ja. Das ist nicht wahr, hey. Ach ja. Also für alle, die vor 10 Minuten schon ausgestiegen sind, eine Folge, schuld. Eine Folge für unser GameTube Best of auf jeden Fall. Wie sie auch noch mal neckisch in unsere Richtung guckt, die Dolly. Aber merkst du, wie souverän ausspricht? Ich jetzt den Weg dahin schon hinkriege? Ja, ja. Schon. Jetzt pass mal auf, vor allem das Wort schon in dem Satz auf. Ja. Warte, genau, warte doch länger. Dann. Das Problem ist, du musst die halt auch noch mal darüber reden. Ja, natürlich. Ne? Aber da... Super. So, passt. Boy, Alter, bist du bekloppt. Und das Ei, danke, in der 4. Dimension, das heißt, das nächste Rätsel wird noch schlimmer. So, aber das schauen wir uns erst in der nächsten Folge an. Ich entschuldige mich sehr herzlich für diese eher schwache Leistung in diesem Rätsel, würde ich es jetzt mal nennen. Ich bedanke mich für den humoristischen Faktor, den Sie geliefert haben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn Fritz alleine Quantum Conundrum durchspielt und ich in der Zwischenzeit irgendwohin einsaufen gehe. Bis dann, ciao. Tschüss.